So, ich würde sagen, das Ding landen wir jetzt hier daneben. Langsam. Okay. Ein Triebwerk ist echt nicht genug. Wir müssen auch gucken. Ich finde, das Ding können wir auch super leicht umfungieren hier mit Rädern zu einem Buggy. Ich denke mal, das sollten wir vielleicht als nächstes machen. Das heißt, wir machen erstmal ein paar Extensions hier ran. Ein paar schöne Extensions. So. Und ich habe mein Tool ehrlich gesagt irgendwo gelassen, weil ich vorhin beim Aufnahmestopp irgendwo gestorben bin hier. Weil ich mir kurz einen Kaffee geholt habe und das Spiel mir gesagt hat, weißt du was, Kaffee ist ungesund, du stirbst. Und dann war vorbei. Ich habe ihn irgendwo verloren, ich weiß nicht wo. War die Location, habe ich leider gelöscht aus Versehen, weil ich gedacht habe, ach, hast du alles mitgenommen wieder? Nee, ist nicht der Fall. Irgendwie habe ich was vergessen. Ist nicht schlimm, können wir uns nachher neu basteln. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein paar Wheels. Weißt du was, wir nehmen direkt 5x5 Wheels. Kann man nichts verkehrt mitmachen. Oh. Suspension Right und Left gibt es hier. Sehe ich gerade. Dann nehmen wir mal Right und Left. Right machen wir auf der Right-Seite und Left auf der Left-Seite. So. Das ist jetzt hier Left. Ich glaube, das war so rum richtig rum, oder? Oh! Da haut es mich aber aus den Socken, ey. Das hat mich ja richtig weggebumst. Okay. So sieht das also aus, wenn man ein Rad dran macht. Okay, RIP jeder Automechaniker. Ich glaube, das ist falsch rum so. Ich glaube, das muss echt andersrum. Ich meine, diese Pointy Nose muss nach oben. Ich glaube, es müsste so sein. Das abfedert. Das kann man echt so schlecht sehen, ne? Ich mach das mal weg. Ja, ich glaube, so müsste das ran. Machen wir auch. Ich glaube, egal ist es nicht. Ach, wir probieren es einfach mal aus. Im schlimmsten Fall flippen wir einfach mal ein bisschen rum. So, da habe ich natürlich jetzt keine... Ja, keine Verkleidung. Da muss ich nochmal dran machen eben. Ist ja kein Problem. Hier, ups, das geht gar nicht. Muss ich jetzt mal hier einen dran machen. So. Und dann... Ach, das ist hier drauf. Okay, das ist auf dem Ding quasi drauf. Vielleicht so muss das sein. Und dann sind es 1, 2, 3 nach da. Ne, 1 zu viel. Und dann die rechte Seite dran. Hier kann ich nicht wieder sehen. So müsste es richtig rum sein. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir rausfinden. Na? Er möchte nicht mehr. Er hat keine Lust mehr hier. Außenperspektive vielleicht. Nö. Nee, er will einfach nicht mehr hier. Da, da ist er. Oh Gott. Eingefummel. Ah. Ja. Komm. Ah. Was soll? Es trollt mich, das Ding, ne? Es ist ein Getrolle. Da! Sehr schön, es ist fertig. So, den Reifen brauchen wir Construction, die hole ich mal eben. Und wenn wir die Dinger setzen, müssen wir echt ein bisschen weiter weggehen, ne? Ist schon gefährlich. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Denn anscheinend bumsen die einen so weg, dass man direkt gar nicht mehr weiß, wo man ist. Und wahrscheinlich, wenn ich Richtung Boden gucke, bin ich direkt tot. Kann ich mir vorstellen. So, haben wir irgendwas, was noch wichtig ist? Das haben wir, Motoren haben wir. Görder, vielleicht brauchen wir die. Ich nehme es einfach mal mit. So, dann geht es direkt weiter hier. Yes. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir das ein bisschen wegmachen, ja? Müssen wir gucken, dass wir nicht unser Inventar überfluten. Und die Hydro machen wir jetzt wieder dran. Das sind die kleinen. Die kleinen aber fein. So. Ich hoffe, das hält dann gleich so. Das werden wir sehen.
schlimmsten Fall crashen wir das Schiff. Das wäre dann auch nicht so schlimm. Obwohl, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Es wäre schlimm. So, da haben wir das. Das ist wieder mega komplex. Danke, Johnny, dass du es so komplex gemacht hast, dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Hier muss es hin. Ja, nee, kein Gyroskop, sondern... Das ist gefragt. Och, nö. Bitte nicht jetzt. Ich habe andere Sorgen. So, und dann rechts wieder. Fertig. Oh Gott, seht ihr, das meine ich. Es hat mich tot geflippt. Das ist doch unglaublich. Oh, ne Witz. Was für ein Scheiß, ey. Da möchte man nur den Reifen wechseln, direkt zur Kelle. Gucken wir nochmal. Da müssen unsere ganzen Sachen jetzt liegen. Ist ja nicht schlimm, dass wir jetzt hier sterben. Aber das ist halt schon echt doof, ne? Man setzt einen Reifen und wird direkt umgebumst. Vom Reifen selber. Habe ich wahrscheinlich keinen Platz für alle Sachen. Doch, tatsächlich. Dann machen wir das Ding mal schnell fertig. Also beim Reifen aufsetzen bitte aufpassen, Leute. Vielleicht haben wir ja hier einen Automechaniker, der schon das kennt. Erstes Lehrjahr, direkt umgebumst vom Reifen. So. Jetzt können wir das Ding auch absenken. Achso, hier hatten wir noch die Metal Grids vergessen. Jetzt gucke ich mal, ob ich die hier drin habe. Wir haben die vergessen. Denk dran. Du sitzt mit im Boot. Wenn das jetzt hier nicht funktioniert, werde ich euch alle in den Kommentaren flamen. So. Machen wir das Ding mal auf Z off und Hey. Hey. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber es läuft. Also irgendwas stimmt hier noch mit den Reifen nicht, glaube ich. Habe ich vielleicht die falschen genommen? Machen wir mal ganz kurz die Triebwerke aus. Da muss ich erstmal hier im Control Panel auf die Hydro gehen. Das sind die alle und Forward auch nicht vergessen. Die nennen wir einfach mal Hydro. Dann wisst ihr Bescheid, was es ist. Was? Nochmal. So, und die machen wir jetzt mal off. Und schon tut sich nichts mehr. War ja klar. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wie das ist mit den Wheels. So, mal gucken. Okay, man kann also hier krass ordentlich Speed geben, ne? Mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich musste irgendwie noch die Handbremse rausmachen. Das war N, glaube ich. M. X. Y. Ne, Y war alles aus. P. Ne, irgendwie klappt es gerade nicht. Warum weiß ich jetzt gerade leider nicht? Ah! Ganz ruhig. Das muss irgendwo hier sein. Ich muss gerade mal gucken, wie das war. Es gab, glaube ich... Es gab eine Handbremsentaste. Ich meine, das wäre P gewesen. Also es wundert mich, dass ich die jetzt echt nicht fahren kann. Vielleicht muss ich da noch was beachten oder bearbeiten oder so. X. Nee, es fährt nicht. Dann machen wir die Gruppe nochmal an. Also die fahren nicht, weil die noch gelockt sind. Da sehen wir, die Reifen drehen sich gar nicht. Es muss irgendeinen Hintergrund haben. Das war irgendeine Taste. Okay, F war es nicht.
G nicht, H nicht, J nicht. Okay, jetzt tut sich schon mal was. Die Räder drehen sich langsam. Ah, es funktioniert, okay. Also was ich getan habe, ist folgendes. Ich mache mal ganz kurz die Triebwerke aus. In den Controls konnte man noch umstellen, dass das das Hauptcockpit ist. Und das muss man einstellen und so weiter. Jetzt fährt das zumindest. Fährt es gut? Naja. Aber es fährt. Und so sparen wir mega viel Strom. Mega viel Eis. Und es läuft sogar ganz gut, finde ich. Also die ersten Tests, die ich damals hatte, waren ein bisschen schwieriger. Man muss echt aufpassen, dass man nicht flippt. Okay, ich muss mal schnell meine Kontrollgruppe hier draufsetzen. So. Und dann machen wir Toggle On-Off. Dann kann ich die schnell anmachen, wenn ich irgendwie merke, dass ich flippe. Dann mache ich die schnell an. Wir geben mal ein bisschen Gas, ne? So, jetzt hier rüber zum Beispiel. Jetzt kann ich die anmachen. Und dann gleite ich quasi. Ist das nicht cool? Das ist ein cooler Buggy. So, jetzt erstmal wieder fein landen. Schwupps. So. So sparen wir uns mega viel Strom. Wir können zur Basis einfach fahren. Ich guck mal kurz, ob ich die vielleicht noch ein bisschen stärker einstelle. Ich weiß nicht, was das bedeutet hier. Safety Lock Speed. Fährt genauso, würde ich sagen. Gucken wir, was wir noch so haben. Steering Speed. Lasse ich erstmal Power. Hier, ah, hier, okay. Wahrscheinlich ist das hier. Mach ich mal auf 30. Ja, es geht schon mehr ab. Aber das reicht auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier unbedingt ein Rennauto brauchen. Wow. Ich mache jetzt mal aus Spaß ein bisschen mehr Power. Ich save vorher. In weiser Voraussicht save ich vorher. Pass auf, jetzt hier. Ah, Speed Limit, hier haben wir es. Machen wir mal hier, komm. Unlimited. Unlimited Power. Boah. Oh. Das hebt sogar vorne ab jetzt, ey. Das kann richtig gut abgehen, ne, das Schiff? Ist ja richtig übel, ey. Kannst du einen richtigen Start hinlegen. Turbinen hier an und wusch. Weg bin ich. My people need me. Nice. Booms. Ja, Leute, das ist mein Buggy, ne? Nicht schön, aber cool. Boah, da kann man richtig... Oh. Kann man richtig mit abgehen, ne? Ja, ich würde sagen, damit fahren wir jetzt hier auf dem Mond rum. Ich hätte natürlich noch ein paar mehr Lichter gerne. Das ist ein bisschen dunkel alles hier. Wir sind gerade auch... Ja, richtig in der Nachtzone hier. Es wird irgendwann Tag. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für eine Einstellung hier habe. Hatte ich sogar sehr lange oder sehr kurz? Ich weiß es nicht mehr. Es macht voll Spaß, ey. Es ist voll nice. Oh, oh. Berg. Berg. Abdrehen. Ist das cool. So, jetzt würde ich sagen, reicht's aber. Erstmal gelandet hier. Bam, das Ding geht voll ab, ey. Oh, Leute, wir brauchen ein größeres Auto. Das ist voll spaßig. Das ist besser als Tony Hawk's. Bestes Spiel ever. Ich hab's ja gesagt. Obo! Alles gut gelaufen. Alles gut. Okay. So. Yes. Yes, 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 yes. Wisst ihr, was wir so machen? Pass auf, jetzt kommt's. Ich meine, es ist voll leicht, das Ding zu lenken, ne? Und ich glaube, wir können hier so richtig Gas geben mit den Rädern. Wir brauchen kaum Sprit, beziehungsweise fast gar nichts, denke ich mal sogar. Die Batterie ist gut am Laufen, wir haben Solarpanels. Wisst ihr, was wir uns jetzt bauen? Wir bauen uns einen großen LKW. Einen richtig schönen Truck. Und zwar mit, weiß ich nicht, 3 Large-Container oder so, keine Ahnung.
der im Prinzip genauso aufgebaut ist wie hier, nur ein bisschen größer. Das ist ja unser Schweißschiff im Prinzip mit Rädern jetzt. Noch keine Rallye-Streifen, das ist okay. Oh, ich glaube, da liegt irgendwas. Was ist das? Ist das mein Buddy? Ich glaube ja. Ja, Buddy Location, okay. Kann ich eben löschen. Aber das Ding bremst nicht von automatisch. Man muss echt die Handbremse hier drücken. Was ist, wenn ich P drücke? Dann ist die Parkingbremse drin. Und dann bewegt sich gar nichts mehr. Hier kann ich auch mit den Füßen wackeln. Aber das war's. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich glaube, ich könnte auch einstellen, dass sich wirklich nur die vorderen Räder bewegen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, welches ist jetzt welches, ne? Ich mache jetzt einfach mal das erst. Und dann mache ich hier Steering aus. Yes. Okay, jetzt haben wir es genau so, wie es nicht sein sollte. Aber ist nicht schlimm. Left, Seite left. Left, left. So, die machen beide Steering an. Und dann machen wir das obere Steering weg. Ups, wieder falsch rum. Sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, wie ihr seht. Das läuft perfekt. Fast. Steering an, Steering aus. Und jetzt haben wir nur die vorderen Räder, die sich so ein bisschen mitdrehen. Oh, shit. Ah, ja, gut, gut zu wissen. Gehen wir mal ein bisschen Gas, ne? Boah, ne, das ist glaube ich schon eine Nummer zu schnell, weil ich jetzt schon gar nicht mehr richtig lenken kann mit dem Ding. Aber ist eigentlich nicht so schlimm. Ich kann ja so ein bisschen so drehen. Und mich irgendwie, ja, weiß ich nicht, dahin drehen in die Richtung. Wenn ich Kurven fahre, einfach langsamer. Und zur Not habe ich dann hier, wenn ich hier hochfahre. Yes. Cool, oder? Bams. Muss natürlich aufpassen, dass man die Sachen nicht kaputt macht. Also in der nächsten Folge wird alles hier zerstört sein. Aber ihr seht, das ist vielleicht schon echt zu viel Power. Ihr seht, das hat so viel Power, dass das vorne abhebt. Und irgendwann kannst du echt abheben hier wie so ein Flugzeug. Oh shit. Okay, da ist es passiert. Das sollte nicht passieren. Genau das meinte ich. Davon habe ich gesaved, keine Sorge. Also wir müssen echt mit dem Ding ein bisschen vorsichtiger fahren. Und ja, ihr seht. Das macht auf jeden Fall Spaß. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall rausgefunden, wie so ein Fahrzeug funktioniert, ne? Ja, den können wir jetzt auf Wiedersehen sagen. Ich werde jetzt eben wieder quickloaden. Aber es war mal echt Spaß, sich mal rauszufinden, an welche Grenzen wir hier stoßen können. Also im Prinzip ein bisschen weniger Power. Und dann mit dem Triebwerk so ein bisschen nach, ja, bessern. Und dann hat man das Ganze. Ist natürlich richtig geil, ne? Jo, ich gehe jetzt schnell raus, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir haben wieder ein Fahrzeug, das dann funktioniert. Und wir kennen jetzt die Technik dahinter. Das heißt, wir werden auch ein größeres bauen. Ich meine, das ist ja unser Baufahrzeug. Das größere Baufahrzeug wird dann dementsprechend, ja, ich sag mal, größere Reifen auch haben und ein bisschen mehr Kapazität, dass wir so ein paar Sachen hin und her schieben können und vielleicht auch abbauen können, dass wir dann direkt einfach wegkarren können, weißt du? Richtig geil. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bye.